So, da bin ich wieder. Nach einer weiteren halben Stunde habe ich es endlich geschafft. Ich habe den Endgegner für das dritte Amulett besiegt, habe das Amulett nun bekommen, reiße es an mich und bin einfach nur noch glücklich. Das war ein Kampf. So, das Amulett der Weisheit habe ich nun auch errungen. Mal schauen, was jetzt passiert. Oder passieren soll. Okay. Da wohl nicht da lang. Wobei ich eigentlich noch warten könnte, bis dieses Viech weg ist. So, einmal schauen, was hier so ist. Das kann er wieder nicht lesen, aber dafür haben wir ja unser schlaues Buch. Halte das Masterschwert hoch und du wirst das Luftmedaillon bekommen. Okay. Also muss ich jetzt zum Masterschwert und das ist dann wahrscheinlich das Schwert, was im Wald haust. Mal schauen, ob hier noch was ist. Da kann man auch noch weiter. Hier ist nichts mehr. Ne, da ist nichts mehr. Also ich hoffe mal, das stimmt jetzt. Ich hau jetzt einfach so ab. Oh, hier ist gar kein Masterschwert. Dann ist das wohl nicht richtig. Gut, dann nochmal weg hier. Ich weiß zwar nicht, was hier ist, aber hier wollen wir nicht lang. So, mein Boomerang. Fische immer. Oh, dann bin ich auch noch falsch. Och Gottchen. Okay, hier kann ich gar nicht lang. Tolle Wurst. Bin ich umsonst hier hingelaufen? Dämlichen Viecher. So, okay. Also müssen wir ein Stockwerk höher. Und da meine ich, hätte ich ein Schild mit dem Aufdruck Ausgang gesehen. Dann müssten wir hier auch mal rauskommen. Aus dem Elend. So. Diese Höhle führt zurück zum Dorf Kakariko. Okay. Oh,
sind echt kleine Nervensägen. So, da sind wir ja. Endlich in der Freiheit. Vorsicht, Link, der seltsame Nebel über dem Wald ist wirklich unheimlich. Ratsch, ratsch, merkwürdig, wie sich der Baum beim Sägen anfühlt. Okay. Klingt, als hätten beide keine Hobbys, aber naja. So. Ich hoffe, ich finde das Schwert auch gleich. Was ist das denn? Hurra, das Masterschwert. Nein, doch nicht. Schade, ich glaub's ja nicht. Kleines Spielchen gefällig, 100 Rubin und du kannst eine Truhe öffnen. Versuch's mal. Ich versuch mein Glück. Welche nehmen wir? Welche nehmen wir? Wir nehmen die hier. Toll. Sackratte. Jetzt habe ich 80 Verlust gemacht. Boah, zisch ab. Ah, hier ist ein Eingang. Oh nein. Oh, cool. So. Noch ein Viertel Herz. Hier ist ja noch so einer. Hey du, was willst du hier? Das ist das Versteck unserer Diebesbande. Ohne Erlaubnis kannst du hier nicht einfach reingehen. Soll ich dir noch was sagen? Ein früheres Mitglied unserer Bande soll jetzt angeblich in der Wüste leben. Okay, was soll mir das bringen? What the fuck? Was ist denn mit dem los? Boah, diese. Okay, der ist gruselig. Gut, hier scheint nichts mehr zu sein. Das ist auch nicht das Masterschwert. Was ist das? Dieser Pilz duftet nach süßem verfolgten Früchten. Das klingt natürlich sehr verlockend. Hier scheint eigentlich nichts mehr zu sein. Nee, hier ist nichts mehr. Gut. Wenn die große Zerstörung naht, wird ein Held kommen, der drei Amulette trägt. Er wird das Schwert ziehen können, denn er ist ein Nachfahre der tapferen Ritter. Okay. Juhu, ich hab's geschafft. Endlich ein Upgrade. Link, ich bin es, Sahasrara. Ich kann es kaum glauben, dass du tatsächlich das Masterschwert errungen hast. Ich glaube, dass du mit diesem glänzenden Schwert die böse Macht des Zauberers niederschmettern kannst. Das Schicksal dieses Landes liegt in deinen Händen.
Ich habe Vertrauen in dich. Bam. So. Jetzt sieht der Wald doch viel schöner aus. Link, Hilfe! Die Burgwachen dringen in die Kathedrale ein. Ah. Ach, diese Prinzessin kann aber auch nichts alleine regeln. Da ist er ja schon wieder. Was macht der denn da drin? Jetzt habe ich noch einen Pilz. So. Richtung Kathedrale. Wo liegt die? Die liegt dort. Nee. Doch, die Kathedrale liegt dort. Das war knapp. So, Kathedrale. Alter. Was liegt denn der da so rum? Link, du kommst eine Sekunde zu spät. Ich konnte es nicht verhindern. Zelda. Die Soldaten haben sie entführt. Sie brachten sie ganz oben in den Burgturm. Du musst sie finden, bevor der Zauberer seine Magie gegen sie anwendet. Bitte, du bist unsere einzige Hoffnung. Okay, und jetzt ist er verschwunden. So, ich bin ein bisschen erkältet. Tut mir leid, dass ich mich immer wieder räuspere. Aber ich habe ein bisschen Bammel, dass mich sonst meine Stimme verlässt. Auf geht's Richtung Palast. Weg da, ich hab das Masterschwert. Aber das ist schon sehr praktisch. Jetzt sterben die Männer sofort. Und das gefällt natürlich. Okay, die Tür ist zu. Oh Gott. Lustig wäre es ja, wenn der Typ immer noch dort liegen würde. Der ist jetzt aber wohl auch weggebeamt worden. Oh, hier ist aber die Tür zu. Na und nu? Irgendwie die Tür aufmachen oder wie soll ich da hin? Boah, komm jetzt hier. Ach, die Türen gehen ja auf. Thank you.
ja cool. Okay, hier scheint komischerweise keiner zu sein. Schon die ganze Zeit. Das ist ja cool. Okay, wie schalte ich diese Dinger hier aus? Muss man doch irgendwo ausschalten können. Geht's wieder in den Kerker. Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier irgendwas ist. Aber wir versuchen es nochmal. Ach Gott. Voll umsonst hier runter. Hier ist gar nichts. Okay, also muss ich irgendwie
diese komischen Schalter ausmachen, damit ich, ja, damit ich da reinkomme. Ich meine fast, dass ich falsch gelaufen bin. Fast wäre ich dran gewesen. Das ist doch jetzt ein Witz, oder? Das ist jetzt wirklich ein Witz. Echt praktisch. Was hätten wir? Dann machen wir jetzt mal ein kleines Feuerchen, damit ich hier auch mal was sehe. Ich weiß zwar nicht, was wir dadurch geändert haben, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es... Oh, shit. Das ist was Wichtiges, ja. Shit. Jetzt habe ich meine tolle Kraft verloren. Waren das eben nicht zwei? Ja gut. Der eine scheint weggebeamt worden zu sein. Hoffentlich bekomme ich von denen ein paar Herze. Nee, bekomme ich nicht. Thank you.
Tiller. Das waren zweimal die falschen Knöpfe. Hör gut zu, Link. Selbst mit dem Masterschwert kannst du den Zauberer nicht bezwingen. Finde einen Weg, seine böse Magie auf ihn zurückzuschleudern. Spiegel? Was anderes wird mir jetzt nicht einfallen. Alter. Mein Gott, Link. Manchmal stellt sich der Typ an. Hey. Das erinnert mich voll an das Spiel Maze, oder wie das heißt. Dieses Spiel zum Erschrecken. Wo du diesem kleinen Weg mit der Maus folgst und sobald du fast durch bist, erscheint plötzlich eine Grimasse. Ach ja. Da ist ja der Zauberer, der gut aussehende. Oh, lala, Link, schön, dass du gekommen bist, hahaha. Ich habe auf dich gewartet. Endlich kann ich Zelda vor deinen Augen verschwinden lassen. Sieh genau hin. Noch siehst du sie in ihrer ganzen Anmut, aber nicht mehr lange, Kleiner. Und Link schaut auch einfach zu, der macht gar nichts. Sehr intelligent. Na bitte, damit ist das Siegel der sieben Weisen endlich gebrochen. Ha ha ha. Nun wird es nicht mehr lange dauern, bis das Böse in Hyrule seinen Einzug hält. Nicht einmal der Held der Legende kann uns jetzt noch aufhalten. Denn, ha ha ha, die goldene Macht ist mit uns. Ha ha ha. Mach's gut, Kleiner. Okay. Tja, die Prinzessin ist weg. Was mache ich? Oh, lala, das ist wohl sein Lieblingswort. Du möchtest mich zu einem Duell herausfordern. Nichts lieber als das. Mir wurde irgendwas von Spiegel gesagt. What the... Das war überhaupt nicht gut. Um ehrlich zu sein.
ehrlich zu sein, war das sehr scheiße. So, sehr peinlich. Ich habe gerade den Spiegel benutzt und bin zurückgebeamt worden. Zurück an den Anfang und darf jetzt nochmal alles machen. Das ist natürlich wunderschön. Und ich freue mich natürlich total. Immerhin komme ich schnell voran. Ja, komm. Okay. Ich weiß nicht, wie ich das einsetze. Ich habe nämlich Schiss, dass ich jetzt wieder zurückgewinnt werde. What the? Alter! Ihr denkt jetzt auch wahrscheinlich, ich verarsche euch. Wir machen das am besten so, wir setzen hier jetzt erstmal einen Cut und nächste Woche geht das dann weiter und wir kämpfen gegen den Magier und ich hoffe, ich werde dann nicht wieder die Spiegelfunktion benutzen und werde wieder zurück an den Anfang gebeamt. Ja, und dann sehen wir bzw. hören uns nächste Woche und ich freue mich natürlich immer, wenn ihr Kommentare da lasst. Sei es jetzt Kommentare in Richtung Verbesserungen oder Ideen, wo ich hingehen könnte, was ich als nächstes spielen könnte oder, wie gesagt, Tipps, wo ich hingehen könnte, wären eigentlich immer sehr hilfreich, denn ich glaube, mir fehlen doch so einige Sachen. Ich habe auch schon gesehen, man kann noch einen roten Schild haben und ja, ich bin da recht offen für eure Kommentare. So, ich sag jetzt einfach mal bis zum nächsten Mal.